Das Wort die Kollegin Katrin Vogler. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Frühjahr hat ja der Bundesgerichtshof entschieden, dass die Bestechung von niedergelassenen Vertragsärztinnen und Ärzten durch die Pharmaindustrie nach der jetzigen Gesetzeslage nicht strafbar sei. Wohlgemerkt nach der jetzigen Rechtslage. Aber das bedeutet ja auf keinen Fall, dass das so bleiben muss. Die Folge war, dass die Staatsanwaltschaften reihenweise Ermittlungsverfahren gegen Ärzte und Pharmavertreter einstellen mussten. Und das zeigt ein bisschen die Dimension des Problems. Nur scheint bei dieser Bundesregierung und bei der schwarz-gelben Koalition dieses Problem noch gar nicht angekommen zu sein. Ich habe hier eine kleine Anfrage, die hat die Kollegin Ulrike Flach, die parlamentarische Staatssekretärin für das Gesundheitsministerium, beantwortet. Und da heißt es in der Vorbemerkung zum Beispiel, das BMG, also das Bundesministerium für Gesundheit, prüft die Wirksamkeit der dargestellten berufs- und sozialrechtlichen Vorschriften. An weiterer Stelle heißt es, das BMG habe keine konkreten Erkenntnisse zur Anlassung von Zuzahlungsentziehungen. Und auch das wolle sie prüfen über eine Abfrage bei den Ländern und so weiter und so fort. Inzwischen sind ja seit dem Urteil 8 Monate ins Land gegangen und nach der Antwort auf diese kleine Anfrage immerhin auch ein Vierteljahr. Ich frage mich, wann kommen denn Ihre Prüfungen, wann kommen denn Ihre Abfragen endlich zu Erkenntnissen, die Sie auch zum Handeln leiten könnten? Aber Sie wollen an das Thema nicht ran. Sie meinen, die Regelungen im Sozialrecht und Standesrecht würden reichen, aber es reicht eben nicht. Und wenn wir noch nicht einmal wissen, wie viele Ärztinnen und Ärzte ihre Zulassung verlieren oder ihre Approbation verlieren, dann zeigt das doch, dass wir hier ganz dringend handeln müssen. Denn wenn wir das nicht tun, dann kann doch dieser Zustand von Ärzten und Pharmaindustrie geradezu als Freibrief gedeutet werden für diese unzulässige Zusammenarbeit. Vor kurzem hat es eine Studie gegeben, da sind viele Ärztinnen und Ärzte befragt worden und auch zum Beispiel Pharmareferenten und Heilmittelerbringer. Ja, das muss uns zu denken geben, was dabei rausgekommen ist. Viele Ärztinnen und Ärzte denken, wenn das nicht strafbar ist, dann ist es ja nur ein Kavaliersdelikt. Und deshalb, wenn wir damit Schluss machen wollen, dann brauchen wir dringend eindeutig schärfere Gesetze. Deswegen möchte ich den Kolleginnen und Kollegen von der SPD auch ausdrücklich danken, dass sie ihren Antrag Korruption wirksam bekämpfen heute hier zur Abstimmung stellen. Sie führen zu Recht aus, dass es eben nicht um Kleinkram geht, sondern dass der mögliche Schaden allein für die gesetzliche Krankenversicherung zwischen 5 und 18 Milliarden Euro im Jahr liegen könnte. Ihre Vorschläge, die gehen auch in die richtige Richtung, aber sie reichen uns leider nicht aus und deswegen werden wir uns heute enthalten. Sinnvoll finde ich die Forderung, dass Korruption von niedergelassenen Ärzten als Straftatbestand aufgenommen wird. Allerdings frage ich mich und frage auch Sie, warum Sie entsprechende Regelungen auf die Kassenärzte begrenzen wollen und warum Sie zum Beispiel die Zahnärzte außen vor lassen. Sie beschreiben ja in Ihrem Antrag auch ganz richtig, dass es nicht nur um den finanziellen Schaden geht, sondern dass es auch darum geht, was das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient angeht. Und dass ein Arzt, der sich eben in seinem Verordnungsverhalten steuern lässt, durch finanzielle Vorteile möglicherweise auch seinem Patienten nicht immer die beste Therapie zur Verfügung stellt. Und ich frage mich natürlich, sollen denn Privatversicherte nicht auch das gleiche Recht auf optimale Versorgung nach medizinischen Gesichtspunkten und nicht nach Profitkriterien erhalten? Darum sollte unserer Ansicht nach die Forderung etwas umfassender sein. Es sollte sich eben auch nicht nur auf Kassenärzte beschränken. Denn alle Menschen haben ein Recht auf gute medizinische Versorgung. Ja, das ist doch schön. Vielleicht können wir den ja zusammen einbringen. Vergeblich habe ich auch danach gesucht, wie Sie die hauptsächlichen Nutznießer von Bestechung und Vorteilsgewährung zur Rechenschaft ziehen wollen. Was ist mit Klinikleitungen, die Ärzte für die Einweisung von Patienten vergüten, also die sogenannten Fangprämien zahlen? Oder was ist mit der Pharmaindustrie?
Was sonst als Bestechung ist es, wenn Ärzte für die Verordnung bestimmter Mittel, wie die Kollegin Ferner ja beschrieben hat, mit Geschenken, schönen Reisen, Fortbildungen oder gleich mit Cash entlohnt werden? Auch die sogenannten Anwendungsbeobachten, wo es eben in der Regel nicht um wissenschaftliche Erkenntnisse geht, sondern um die Steuerung des Verschreibungsverhaltens, die gehören meines Erachtens verboten. Es ist doch so, Tag für Tag stürmen 15.000 Pharmareferentinnen und Pharmareferenten die Praxen und halten die Ärztinnen und Ärzte von ihren eigentlichen Aufgaben ab. Und dann gaukeln sie ihnen vor, dass der 17. Lipidsenker viel besser wäre als die anderen 16, obwohl die Inhaltsstoffe eigentlich gleich sind. Und da werden viele Milliarden Euro ausgegeben für ein Marketing, damit noch mehr Milliarden zulasten der gesetzlichen Krankenkassen ausgegeben werden. Und die Kranken, was haben die davon? Nichts. Und deswegen müssen wir dagegen etwas unternehmen. Was ich auch ein bisschen schade finde, dass Sie von der SPD vergessen haben, die Ursachen für die zunehmende Korruption im Gesundheitswesen etwas näher zu analysieren. An etlichen Stellschrauben hat ja doch nicht zuletzt Ihre Fraktion auch gedreht. Denn Sie haben aktiv daran mitgewirkt, das Gesundheitswesen von einem sozialen Sicherungssystem zu einem Gesundheitsmarkt umzubauen. Sie haben dazu beigetragen, dass manche Arztpraxis und manches Krankenhaus heute eher ein medizinisches Warenhaus ist als ein, und dass privates Profitstreben mehr und mehr Vorrang vor der Sorge um die Patienten erhält. Sie haben doch die Privatisierung der Krankenhäuser und die Konzentration in den großen Krankenhausketten vorangetrieben. Sie haben, davon wollen Sie heute nichts mehr wissen, glücklicherweise haben Sie dazugelernt, Sie haben auch die individuellen Gesundheitsleistungen zugelassen, die Sie ja heute scharf kritisieren. So, Sie preisen den ökonomischen Wettbewerb zwischen den Krankenkassen und zwischen den Leistungserbringern. Jetzt haben Sie das, was Sie wollten, Sie haben einen Markt, Sie haben Marktteilnehmer, die miteinander konkurrieren und die Ihre Geschäftsgeheimnisse gewahrt sehen wollen, wenn es etwa um die Rabattverträge oder Versorgungsverträge geht. Ja. Im Interesse der Korruptionsbekämpfung wäre es doch sinnvoll, alle diese Verträge auch offenzulegen, um alle finanziellen Abhängigkeiten auch erkennen zu können und Korruption einfach den Boden zu entziehen. Mehr Transparenz und Sauberkeit brauchen wir dann auch in den Gremien, in denen wichtige Entscheidungen für das Gesundheitswesen getroffen werden. Die müssen nämlich unabhängig vom Industrieinteresse und nur nach fachlichen Gesichtspunkten getroffen werden. Ich erinnere da nur an die Interessenkonflikte in der Impfstoffkommission, in der Deutschen Impfstoffkommission STIKO und in der Weltgesundheitsorganisation. Das ist doch sehr anrüchig, wenn solche Gremien Beschlüsse fassen, bestimmte Impfstoffe in gigantischem Ausmaß anzuschaffen, während einige Mitglieder gleichzeitig oder wenig später auf der Gehaltsliste der Pharmaindustrie stehen. Wir brauchen auch hier meines Erachtens Transparenz auf Euro und Cent und eine Karenzzeit für solche Entscheider, was den Wechsel in die Industrie angeht. So, apropos Gehaltslisten. Sie haben ja den Antrag wahrscheinlich nicht zufällig heute auf die Tagesordnung gesetzt. Eigentlich wollten Sie ja heute was anderes diskutieren lassen. Wir haben ja am Montag im Fokus gelesen, dass doch einige Kolleginnen und Kollegen aus dem Gesundheitsausschuss auch eine ganze Menge Nebentätigkeiten haben. Und wenn wir uns einig sind hier, dass die therapeutischen Entscheidungen von Ärztinnen und Ärzten nicht von finanziellen Zuwendungen der Industrie abhängig sein sollen, dann frage ich Sie jetzt insbesondere in Richtung der Union, stimmen Sie mir dann auch zu, dass das Gleiche für die Entscheidungen von Gesundheitspolitikerinnen und Gesundheitspolitikern gelten sollte? Also dass Abgeordnetenverhalten nicht durch Lobbygruppen und Geldflüsse beeinflusst werden darf? Da möchte ich Sie jetzt fragen, wie soll das gehen, wenn man aus Nebenjobs fünf- oder gar sechsstellige Beträge erhält, wenn man zum Beispiel, was den Kollegen Henke angeht, vom Einkommen her eher die Abgeordnetentätigkeit der Nebenjob ist? So, ja, und wenn man sich mal anschaut, die Vortragsliste des Kollegen Koschorek zum Beispiel, die liest sich wie das Who is Who der Gesundheitswirtschaft. Sie haben das ja alles veröffentlicht, wie sich das gehört, auch wenn wir nicht genau wissen, was Sie denn für welchen Vortrag von wem bekommen haben. Jens Spahn hat mir in einem persönlichen Gespräch versichert, er hätte durch seine frühere Teilhaberschaft in einer
Beratungsfirma keinen Interessenkonflikt gehabt. Ich glaube Ihnen das wirklich, Herr Kollege. Ich glaube Ihnen das, dass Sie davon selber überzeugt sind und die anderen Kollegen auch. Aber wenn wir wissen, dass auch die allermeisten Ärzte glauben, Zuwendungen der Pharmaindustrie würden ihr Verhalten gegenüber dem Patienten nicht beeinflussen, ja, dann müssen wir doch auch vor der eigenen Tür kehren und müssen überlegen. Wenn das denn nicht so wäre, dass das Verschreibungsverhalten nicht beeinflusst würde, würde die Industrie sich ja den Aufwand sparen. Und ich denke, sie würden sich auch den Aufwand sparen, vierstellige Vortragshonorare zu zahlen, wenn sie sich davon nichts versprechen würden. Wenn im Stadtrat meiner Heimatstadt Emsdetten über die Schließung einer Grundschule entschieden wird, ja, dann hat die Ehefrau des Schulhausmeisters als Ratsfrau den Ratssaal zu verlassen und darf sich an der Abstimmung nicht beteiligen. So, aber im Gesundheitsausschuss des Bundestags stimmen der Ärzteverbandspräsident, der Klinikaufsichtsrat oder der Berater der Medizintechnikbranche über Gesetze ab, die Milliarden von Einnahmen oder Ausgaben für ihre Klientel, für ihre Mitglieder, für ihre Kunden bedeuten. Das können Sie doch nicht wirklich ausblenden. Also vielleicht ist ja auch diese lange Reihe von Nebentätigkeiten für Unternehmen und Lobbyverbände ein Grund dafür, warum sich Ihre Fraktionen so hartnäckig gegen strengere Transparenzregeln im Bundestag gewendet haben und warum Sie auch seit Jahren verhindern, dass Deutschland die UN-Konvention gegen Korruption endlich ratifiziert. Ich finde, dieses Haus sollte mit gutem Beispiel vorangehen. Was wir von Ärzten erwarten, das sollten wir Abgeordnete auch leisten. Lassen Sie uns gemeinsam die Bestechlichkeit von Ärzten und Abgeordneten unterbinden und die UN-Konvention gegen Korruption endlich ratifizieren. Ich danke Ihnen.